So, nun willst du also selbst ein paar Rechnungen durchführen, oder? Gut, dann starten wir mal mit einer kleinen Aufwärmübung. Versuche diese beiden Aufgaben in Ruhe und so schön wie möglich zu lösen. Ich blende dir danach die Lösungen ein. Und? Konntest du beide Aufgaben lösen? Die erste war ja noch ganz einfach, aber schauen wir uns vielleicht die zweite noch einmal genauer an. Nachdem wir die erste Zahl angeschrieben haben, setzen wir auch gleich mal die Kommas für den Subtrahenten und die Differenz und schreiben dann den Subtrahenten an. Wir sehen nun, dass gleich zu Beginn der Stellenwert des Subtrahenten größer als der des Minuenten ist. Wir fügen also 10 zu der tausendstel Stelle hinzu und rechnen 14 minus 5 ist 9, bleibt 1, die wir uns dann notieren. 3 plus 1 ist dann 4 und 6 minus 4 ist 2. Da 7 dann wieder kleiner als 9 ist, rechnen wir 17 minus 9, was 8 ergibt, bleibt die 1, die wir uns wieder notieren. Und zum Schluss 2 plus 1 ist 3 und 5 minus 3 ist 2. Wir erhalten also das Ergebnis 2,829. Sehr gut, nun können wir uns auch an einer kleinen Textaufgabe wagen. Das hier ist Ines. Sie hat in ihrem Garten einen wunderschönen großen Kirschenbaum stehen. Sie hat auch bereits einige Kirschen gepflückt und hat einen Korb mit 3,50 Kilogramm Kirschen bei sich stehen. Diese würde sie gerne zur Kirschenmarmelade verarbeiten, wozu sie aber nur 1,25 Kilogramm Kirschen benötigt. Gut, dass sie auch ein paar hungrige Neffen und Nichten hat. Wie viel Kilogramm Kirschen kann sie diesen geben, damit ihr noch genug Kirschen für die Marmelade übrig bleiben? Stoppe kurz das Video, um es dir selbst zu berechnen. Gut, sie hat also 3,50 Kilogramm Kirschen. Schreiben wir die Zahl an und setzen auch die Kommas für den Subtrahenten und die Differenz und schreiben dann den Subtrahenten an. Da 0 kleiner als 5 ist, können wir 10 minus 5 rechnen, was 5 ergibt und schreiben dann 1 bei der Zehntelstelle an. 2 plus 1 ist dann 3 und 5 minus 3 ist 2 und zuletzt 3 minus 1 ist 2. Ines kann also 2,25 Kilogramm Kirschen verschenken und hat dann noch immer genug Kirschen für ihre Marmelade. Sehr gut, nun hast du dich gut in das Kapitel einüben können. Jetzt hast du die Möglichkeit, dich im Mastery-Video auch an den schwierigeren Aufgaben zu widmen.